Hallihallo, meine Lieben, da bin ich mal wieder. Ich habe den heute den ganzen Tag nur rumgehangen, habe eigentlich gar nichts gemacht und ja, habe mich entschieden, ich mache jetzt gleich ein bisschen Sport, auch wenn ich keinen Bock habe, wie immer. Und ich zeige euch gleich mal, was ich mir immer als Proteindrink mische. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen interessant. Ist natürlich nicht gesponsert, leider. Ich muss alles selbst bezahlen, gemein. Aber ich wollte, ach ja, das Ticken. Ich weiß nicht, ob man es hört. Das ist keine Bombe, sondern das ist hier meine Küchenuhr, weil ich mir nämlich gerade auch noch einen Tee mache. Ich trinke jetzt immer so einen Kräutertee, jeden Tag 1 Liter und soll gesund sein. Warten wir es mal ab. Da hat es geklingelt, der Kräutertee ist fertig, also muss ich ihn gleich rausmachen. Aber eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Und zwar war mir so langweilig, dass ich mir vor ein paar Tagen nämlich ein neues Ohrloch gestochen habe mit einer heißen Nadel. Bitte nicht nachmachen, liebe Kinder, aber es ist ganz gut verheilt und ich habe jetzt den ersten Ring drin und ich wollte es euch mal. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich finde es ganz cool. Ich wollte schon immer da so einen Ring haben und ich finde, es ist ganz cool geworden. Ich weiß, ich habe sehr große Ohren, aber ich liebe sie heiß und innig. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr davon haltet, ob ich total durchgedreht bin oder ob es cool ist. Ich finde es nice. Vielleicht habe ich auch nur eine Midlife-Crisis, bisschen früh, aber egal, was soll's. So, jetzt zeige ich euch meinen Protein-Shake. Apropos Midlife-Crisis. Ich habe hier so einen Shaker. Den gab es dazu gleiches. Und was ich da jetzt reinmache, ist dieses hier von Nudral. Das ist mein absoluter Favorit. Richtig, richtig lecker. Vanille, Johannisbeere. Davon mache ich meistens so 1,5 Esslöffel da rein. Das hat nicht ganz so viel Protein wie einige andere. 47,6 steht da drauf. Einige haben ja, keine Ahnung, 70, 80%. Aber es ist halt mit Abstand das Leckerste. Dieses hier von Foodspring da rein, das ist fast alle. Ich muss mir neues bestellen. Davon nehme ich einen Esslöffel. Das ist Bananengeschmack. Ich finde, ich mache das hier hochprofessionell. Dann baller ich nicht das, was da drauf steht, sondern das ist das hier. Das ist auch von Nutri. Vanille-Flavor. Das war so ein Ausprobier-Pack. Davon nehme ich immer so einen halben Esslöffel ungefähr. Das ist alleine nämlich wirklich nicht lecker. Das schmeckt ganz künstlich süß. Deswegen mische ich das. Wenn diese riesige Packung leer ist, ich habe die leider auch noch mal in Schoko und das schmeckt noch weniger gut. Also keine Empfehlung von mir. Wenn diese riesige Packung leer ist, kaufe ich das nicht noch mal. Das Einzige, was mir von Foodspring gut gefällt, ist dieses Bananengeschmack. Zum Abschluss. Das hier ist von Alpha Foods. Da habe ich mir mehrere bestellt, weil die ganz viele vegane Sorten haben. Das habe ich noch mit Heidelbeere, Erdbeere, das ist mit Nuss. Auch hier nehme ich einfach meinen Esslöffel und auch hier nehme ich so einen Esslöffel. Das ist okay, aber auch alleine schmeckt es auch nicht so gut. Am besten schmeckt mir echt meine Mischung, auch wenn es etwas kompliziert ist. Hier passen 500 Milliliter rein. Den finde ich eigentlich am handlichsten. Da ist hier im Deckel so ein Sieb mit drin. Und ja, da kommt Wasser drauf und dann shake ich das und es schmeckt wirklich gut. Also man kann es gut trinken. Ja, so viel dazu. So, ich zeige euch ganz kurz, was es heute zu essen gibt. Kartoffeln, da ist ein bisschen Petersilie dran. Sauerkraut mit ordentlich Kümmel und richtig lecker Gyros, vegane Gyros mit Zwiebeln und Knoblauch. Schön angebraten und ein paar Gewürze. Das ist so eine Bohnen- und Kichererbsenmischung, einfach aus der Dose. Und da habe ich so ein Süßchen zu gemacht, mit auch so ein bisschen Tomatenmark, ein bisschen Hafermilch, so einen veganen Kräuterquark, so einen hellen und dann noch ein paar Gewürze. Ja, das gibt's heute.